Ein Patrouillenschiff der italienischen Küstenwache hat Migranten aus einem in Seenot geratenen Boot in Gewässern Maltas gerettet. 36 Menschen konnten lebend geborgen werden. Für zwei Kinder kam jede Hilfe zu spät. Eine Frau gilt als vermisst. Die Küstenwache brachte die Menschen zur italienischen Insel Lampedusa. Sie waren in Sfax in Tunesien an Bord gegangen und stammen überwiegend aus afrikanischen Ländern.